Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol. Beim letzten Mal haben wir südlich von Auchindon ein paar Skelette getötet und ein paar ruhelose Geister hießen die, glaube ich. Und ich bin jetzt schon mal zur Flüchtlingskarawane hier hochgeflogen, wo wir die Quests abgeben können. Damit starten wir die Folge auch direkt. Es ist eine grausame Aufgabe, Jungtiere zu quälen, und doch wäre es unverzeihlich, das wachsende Böse zu ignorieren. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Adals Gunst leuchtet auf euch herab. Alles klar. Kette mit Beweglichkeit und Ausdauer, das war ja klar. Das ist irgendwie typisch, es gibt irgendwie immer nur Kette mit Beweglichkeit und Ausdauer. Alles andere würde mich auch wundern. Signalfeuer des Schala-Verstecks. Über den Gruppe der Knochenwüste im Osten wirft Skettis, der lange Arm Terrox, bedrohlich seine Schatten. Am Fuße von Skettis liegt das Schalas-Versteck, Terrox vortrefflichste Kolonie. Von diesem Stützpunkt aus führen Terrox-Diener Krieg gegen das Licht. Die Unholde der Schalas kommunizieren über ein komplexes System aus magischen Signalfeuern mit ihrem Meister. Reist nach Osten, Ork, und löscht die Feuer. Sobald das Schalas-Versteck zum Schweigen gebracht wurde, können wir den Fall von Skettis planen. Alles klar, wo haben wir die zweite Quest zum Abgeben? Da vorne. Nicht aufgeben. Ihr habt getan, was nötig war, auch wenn es mich traurig macht, dass die Geister meiner Vorfahren zu schrecklichen Untoten verwandelt wurden, hat euer Handeln sie endlich zur Ruhe gebracht. Vielen Dank, dass ihr sie befreit habt, Syndol. Bitte nehmt dieses bescheidene Zeichen meiner Hochachtung für euch und eure Selbstlosigkeit. Oh wow, wir bekommen mal was mit Ausdauer und Int. Leider Gottes ist das nur wieder Leder. Aber ich sehe gerade, wir haben Stoff an. Das heißt, das lohnt sich definitiv. Wir könnten natürlich auch unseren Kettengürtel ersetzen. Ocarillas Gürtel. 13 Intelligenz, 10 Ausdauer. Wäre vielleicht sogar klüger, als die Handschuhe zu ersetzen. Die sind nämlich schon von der Scherbenwelt. Gegenstandsstufe 93, aber der Gürtel scheint noch aus der alten Welt zu sein, Gegenstandsstufe 55, auch wenn das Stoff ist. Ich würde sagen, das machen wir. Die 42 Rüstung, damit können wir, denke ich, leben. Das ist kein Problem. So, dann geht's fix ab nach Shadrath, bevor wir dann hier im Osten weiterquesten. Ich würde gerne in der Folge noch ein Level abschaffen. Was können wir da tatsächlich packen? Wir haben ja auch hier unten in dem Lager noch einige Quests. Aber es wäre schön, wenn wir heute 65 werden könnten und dann in der nächsten Folge tatsächlich Richtung Schergrad ziehen könnten. Da würde ich mich sehr freuen. Aber schauen wir einfach mal, ob das klappt. Wo müssen wir denn da hin? Okay, da oben auf die Brücke, so wie es aussieht. Da so, da irgendwo müsste das sein. Oder natürlich unter der Brücke. Das könnte auch sein. Schauen wir einfach mal. Na, der ist, glaube ich, gleich hier vorne. Ach ja, hier ist er. Die Naru haben uns nicht vergessen. Buch der Toten, nie davon gehört. Worum geht es überhaupt? Wer hat euch geschickt? Das ist da, eure einzige Spur führt euch zu... Ne? Schaut noch. Okay, Grobian, alles klar, das ist wahrscheinlich noch außerhalb. Ramdor? Mal überlegen. Ramdor, oh ja, der Totenpriester. Was will er denn mit dem Buch? Nun, es ist gleichgültig. Ja, ich habe euch angelogen und nein, ich habe das Buch nicht. Nicht mehr zumindest. Es wurde gestohlen, wahrscheinlich von einem dieser widerlichen Flüchtlinge. Im Übrigen existiert auch Auchindon nicht mehr. Wir haben keine Verwendung mehr für das Buch. Wenn ihr es findet, könnt ihr es behalten. Wie schon gesagt, ich habe ein paar dieser Grobiane letzte Woche um die Terrasse herumschleichen sehen. Fangt mit eurer Suche bei ihnen an. Wahrscheinlich spielen sie irgendwo im Abendviertel Würfelspiele. Alles klar. Verprügelt Dirty Larry und besorgt euch Informationen. Wo soll der denn sein? Ach ja, da hinten. Hat ein bisschen gedauert, dass die Quest angezeigt worden ist auf der Karte. Ja gut, dann verprügeln wir ihn mal. Wird schon irgendwie hinhauen, denke ich. Dirty Larry, Dirty Larry. Ach ja, da hinten ist er. Das war ja klar, dass die hier wieder irgendwo in der Ecke rumgeistern. Ezekiel sagte, ihr hättet ein bestimmtes Buch. Zeit, euch Manieren beizubringen, Jungchen. Das würde ich auch sehen. Ich zähle bis drei, dann seid ihr draußen oder ich hetze die Hunde auf euch. Alles klar. Eins, zwei. Zu eurem Schöpfer gegenüberzutreten. Zeit, eurem Schöpfer gegenüberzutreten. Ich kann irgendwie kein Deutsch mehr aktuell. Das ist der Wahnsinn.
Mal gucken. Hat er uns die Information gegeben? In Ordnung, wir geben auf. Tut uns nicht weh, alles klar. Okay, okay, tut uns nicht weh. Wir hatten das Buch, aber wir haben es verkauft. Der große Plan des Meisters. Oh, okay, der schickt uns nach Nagrand. Das nehmen wir nicht an. Schade, da hätten wir die Questreihe gar nicht machen brauchen. Aber es ist doch immer nett, mal ein paar Grobiane zu prügeln. Das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. So, wie schaut's aus? Ja, würde ich sagen, fliegen wir einfach mal Richtung Südosten. Und dann schauen wir mal, ob wir in der Folge tatsächlich noch ein Level-Up schaffen. Wie schaut es denn jetzt mit Skills aus? Ich hätte langsam gerne mal wieder neue Skills. Schamanistische Wut. Das ist ein Zauber mit einer Minute Abklingzeit. Okay, verringert jeglichen erlittenen Schaden um 30%. Ja, super. Totem der Heilungsflut. Beschwört ein Wassertotem mit 10% der Gesundheit des Zaubernden, zu dessen Füßen das 10 Sekunden anhält. Das Totem der Heilungsflut pulsiert alle 2 Sekunden und heilt die 5 am schwersten verletzten Gruppen und Schlachtzugsmitglieder im Umkreis von 40 Metern. Okay. Also jetzt nicht auch, auch wieder nichts, was wir als Elementarschamane wirklich gebrauchen könnten. Natürlich eventuell in Instanzen oder so, um den Heiler ein bisschen zu entlasten, aber das ist definitiv ein Heiltotem. Ich weiß nicht, ich mag die neuen Totems nicht. Früher hat man seine 4 Totems immer aufgestellt und dann hielten die 5 Minuten. Und die haben halt alle immer irgendeinen Nutzen gehabt. Finde ich schade, dass sie das umgestellt haben. Ich fand das eigentlich ganz, ganz nett, definitiv. Ich weiß auch gar nicht, warum sie teilweise Klassen komplett umgestalten müssen. Geht mir so nicht in den Kopf rein. Aber gut, da weiß, was sich Blizzard dabei gedacht hat. Ich meine, jetzt im Nachhinein jammern bringt eh nichts, weil es ist nun mal umgesetzt und daran wird sich, denke ich, auch nichts mehr ändern. Kommt ja selten mal vor, dass Blizzard Entscheidungen revidiert. Eigentlich nie. Ich meine, die stecken auch mehr als genug Geld rein in die Entwicklung dieser neuen Features und warum sollten sie die dann auch rückgängig machen? Das wäre irgendwo doof. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Gut, löschen wir mal die Feuer. 4 Stück. Da kommen wir ja jetzt mit Fliegen ziemlich gut ran. Denke ich, das ist eins davon, oder? Saphirfeuer, genau. Wir werden wohl nicht mal angegriffen, so wie es aussieht. Sehr gut. So, mal schauen, wo ist hier das Feuer? Gibt's ja gar kein Feuer. Nee, so wie es aussieht, nicht. Oder irre ich mich? Verdeckt er da hinten gerade ein Feuer oder nicht? Nee. Das sah nur so aus. Okay. Haben wir vielleicht unten noch ein Feuer? Oder oben? Ich weiß gar nicht, welches wir gerade gelöscht haben. Wir haben das unten gelöscht, gell? Genau. Da sehe ich jetzt erstmal nichts. Nee. Dann ziehen wir mal weiter. Hier hinten gibt es ja noch mehr als genug Häuser. Also so, Baumhäuser. Nummer 2. Sehr gut. Das hat auch nur eine Ebene, ne? Ja. Scheinbar questet hier schon einer. Das spart uns natürlich ein bisschen Arbeit. Da müssen wir die Gegner hier natürlich nicht töten. Das ist schon ganz angenehm. Das vierte ist, denke ich, hier hinten irgendwo. Ja, tatsächlich. Dann löschen wir das auch nochmal ganz schnell. Und Flüchtlingskarawane. Alles klar. Haben wir hier unten irgendeine Quest? Das wird uns angezeigt. Da hinten haben wir wohl auch noch ein paar Quests. Wir können dann ja mal ganz kurz vorbeischauen, ob wir die jetzt schon annehmen können. Falls schon, machen wir das einfach mal. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Würde ich sagen, nehmen wir ein, zwei von denen an. Die Legion wird fallen. Ach, das ist nur eine. Okay. Als die Schreckenswitwen unseren Außenposten angegriffen haben, hörten wir die Stimmen der Naro, die uns in die Schlacht schickte. Wir verfolgten die Kreaturen bis in die tiefe Nacht hinein. Ein paar unserer Leute wurden in der Dunkelheit tot aufgefunden. Andere hörten wir im verzweifelten Kampf gegen die Spinnen. Der Morgen zeigte uns, dass wir tapfer gekämpft und dennoch verloren hatten. Das Gift der Schreckensweber wird meine Kameraden bald dahinraffen und auch ich werde nicht mehr lange durchhalten können. Doch bevor ich sterbe, möchte ich die Gewissheit haben, dass die Schreckenswitwen geschlagen wurden. Alles klar, 20 Schreckenswitwen.
Das kann eine Weile dauern, aber wenn wir die gescheit sammeln, dann könnten wir das auch ziemlich flott schaffen, denke ich. Ich denke mal nicht, dass das allzu schwierig ist, hier ordentlich von denen zu sammeln. 4 Stück immer, 5-mal. Das sollte auf jeden Fall gut machbar sein. Ich könnte natürlich noch einen Totem aufstellen, dann wäre es definitiv ein bisschen einfacher. 21, wunderbar. Das geht pretty easy, 4 von 20, alles klar. Können wir die Viecher Kirschner? Nein. Das sind ja auch nur ekelhafte Spinnen. Wer Kirschner hat schon Spinnen? Vor Spinnen läuft man weg, weil sie ekelhaft sind. So, dann nehmen wir dich da hinten noch mit. Und dann nehmen wir ihn da hinten noch mit. Vergiften die uns? Ja, ein bisschen. Ey, die haben mein Totem kaputt gemacht. Das sind ja mal fiese... Ja. Ein böses Wort wollte ich sagen, aber ich lasse das mal. Na gut, 40% haben wir schon mal. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar finden. Dann nehmen wir dich mit. Dann nehmen wir dich mit. Dann nehmen wir dich mit. Und eine vierte Spinne hätte ich gern noch irgendwo. Na, schade. Klappt wohl nicht, okay. Es gab hier auch noch einen Boss, glaube ich. Die Frage ist, ob es was bringt, dass wir den töten. So, eine Spinne, zweite Spinne. Gibt es hier noch irgendwo welche? Ich glaube nicht. Hm, das sind ziemlich wenig Spinnen, wenn ich ehrlich sein soll. Müssen wir wahrscheinlich noch in ein anderes Lager. Wo gibt es denn hier noch was? Ach, hier oben sehe ich was. Südlich von Alerias Feste. Ich denke, mit dieser Quest und der nächsten sollten wir dann auch das Level-Up schaffen. Definitiv. Deswegen machen wir das einfach noch ganz flott. Netherweber-Opfer, okay. Na, hier sehe ich keine Spinnen mehr. Dann fliegen wir da tatsächlich ein bisschen weiter Richtung Norden. Machen das ganz schnell. Geben die ab und das sollte dann tatsächlich unser Level abgeben. Dann haben wir das tatsächlich in der Folge geschafft und können ab der morgigen Folge... Oh, was ist das? Begleitet Wolkenschwinge und meldet euch dann bei Rilak, dem Erlösten in Shadrath. Das gibt ein Haustier, das habe ich aber glaube ich schon. Minischwing, ja, das lassen wir mal ganz kurz, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Quests hier reichen werden. Um das Level up zu bekommen. Vier Stück brauchen wir nur noch. Da haben wir zwar eine, aber ich fliege jetzt einfach mal dahin, wo es wirklich angezeigt wird. Ich denke, das haut dann besser hin. 1, 2. Ja, gut, die haben uns jetzt hier runtergehauen. Das ist nicht so geil. Ach Gott, warum sind wir denn so unglaublich verlangsamt? So, das sollte klappen. Sehr gut, 20 von 20, 94%. Hm, das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, dann werden wir einfach noch ein paar Gegner so töten. Ich denke, damit klappt das auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch hierfür eine Folgequest, dann machen wir die auch schnell. Wir haben noch 6 Minuten in der Folge. Also das haut zeitlich definitiv hin. Dann müssen wir tatsächlich nur noch die hier oben abgeben. Wie viel gibt ihr denn? 12.000. Wie viel fehlen uns denn noch? Wir brauchen noch 25.000. Das heißt 13.000. 12.000, ja, das könnte so knapp hinhauen. Das könnte so knapp hinhauen. Wir müssen dann noch ein, zwei Gegner töten und dann passt sich das. Haben uns nicht vergessen. Ich habe die Geräusche eures Kampfes bis hierher hören können, Schamane. Der Klang eures Sieges hat mein Herz mit Hoffnung erfüllt. Wenn ihr gegen eine solch gewaltige Überzahl bestehen könnt, kann auch ich vielleicht noch die Kraft finden, um meine Kameraden von diesem schrecklichen Ort fortzuführen.
Terrocarantula. Ah ja, okay, das ist der Boss, den ich erwähnt hatte. Ihr habt sehr viele Schreckenswitwen erschlagen, aber sie werden sich weiter vermehren und uns bald wieder angreifen. Tief im Netherweber-Kamm befindet sich das Nest von Terrocarantula, der Brutmutter dieser grausamen Kreaturen. Wenn wir in Sicherheit leben wollen, muss sie sterben. Alles klar, das machen wir auch noch. Damit gibt es auf jeden Fall unser Level Up. Und dann können wir in der nächsten Folge in Shergrad anfangen. Ich freue mich. Ich freue mich definitiv. Ich hoffe, dass die Terrocarantula noch am Leben ist. Ja, da ist sie. Oh, das ist wirklich eine riesige Spinne. Das ist einfach nur ekelhaft, Freunde. Stellt euch vor, sowas habt ihr im Garten. Oder so, keine Ahnung. Einfach nur widerlich. Ich hasse Spinnen. Aber sie ist tot. Wunderbar, wir müssen sie nicht mal looten. Vielleicht reicht das sogar. 12.000? Ja, das wird auf jeden Fall fürs Level Up reichen. Wir geben die Quest bei der Flüchtlingskarawane trotzdem noch ab. Einfach nur, um die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Die Schreckensspinnen wurden geschlagen. Ihr habt so viele von ihnen getötet und nun auch noch ihre verderbte Mutter erlegt. Meine Vergiftungen sind so schwer, als dass ich mich zurück in die Freiheit kämpfen könnte. Bitte nehmt etwas von meiner Ausrüstung. Ich werde mein Bündel erleichtern und euch die nötigen Werkzeuge geben, um heil zum Basislager der Shatari zu gelangen. Was hat er denn? Stärke, Beweglichkeit? Nee, das ist zwar nett von dir, aber ich glaube, du kannst deinen Schrott behalten. Tatsächlich, Rückkehr zum Basislager der Shatari. Verteidiger Heilin möchte, dass sie zum Basislager der Shatari in der Knochenwüste zurückkehrt und mit Sprecher Bea Navrin spricht. Das ist das hier hinten, oder? Nee, das werde ich nicht annehmen. Weil wir haben unser Level Up, Freunde. Schamanistische Wut, Totem der Heilungsflut. Das ist sehr, sehr cool, aber mag ich nicht. Was ist das? Terribus der Verfluchte. 13,1k Leben, das ist nicht viel. Aber wir haben unser Level Up. Wie gesagt, ich freue mich unglaublich. Dann geht's ab der nächsten Folge hier nach Shergrad. Da ist, denke ich, die erste Hordenbasis. Muss ich mal gucken. Ja, da können wir schon die erste Quest annehmen. Ich werde einfach mal mich umgucken und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge einfach zeitig starten. Beziehungsweise an einer guten Stelle halt. Und ja. Dann gibt's noch dreieinhalb Level ungefähr in Shergrad. Ich denke, das werden wieder so 6, 7, 8 Folgen sein. Ungefähr. Ja, vielleicht 5, 6, 7 sowas. Und ja, danach geht es tatsächlich auch schon auf nach Nordend. Damit haben wir dann Burning Crusade soweit abgeschlossen. Und nähern uns mit großen Schritten der Level 90, definitiv. Wir haben gesehen, wie der verfluchte Rauch aufgestiegen ist. Ihr seid außergewöhnlich mutig, Schamane. Ja, das freut uns natürlich. Ein neuer Rücken, das ist natürlich schön. Bin sogar am Überlegen, ob ich das nehme. Das nimmt uns zwar 2 Ausdauer und 10 Crit. Allerdings gibt es uns 1 Int und 11 Wille. Würde sagen, das rüste ich direkt mal aus. Reist nach Shadrat und sprecht mit Rilak, dem Erlösten im unteren Viertel. Alles klar, das machen wir auch noch. Weil wir haben in der Folge eh noch 2 Minuten Zeit. Und da ich mich sowieso Richtung Shadrat begeben wollte, können wir das auch direkt in dieser Folge machen. Sonst haben wir hier keine Quests, oder? Krater von Ungoro, das können wir schließen. So, reiten, nur fliegen ist leichter. Ach, ich sollte vielleicht auch mal nach Orgrimmar, einfach nur um die Quest abzugeben. Ich denke, von Shadrat aus komme ich da gut hin. Wo ist denn mein Ruhestein gebunden? Tal der Stärke. Ah ja, das bringt uns sogar direkt nach Orgrimmar. Tatsächlich, Tal der Stärke. Dann werde ich das, denke ich, nach dieser Folge machen. Ich werde eh mal gucken, dass ich eventuell tatsächlich... jetzt verdrücke ich mich hier schon wieder. Wo ist denn meine L-Taste? Da ist meine L-Taste. Nee, meine K-Taste wollte ich drücken. Genau, dass ich Lederverarbeitung ein bisschen skill. Wie gesagt, ich habe scheinbar sehr viel Gold auf meinen Horde-Charakteren. Von dem her kann ich da ruhig ein bisschen was investieren. Und einfach, ja, Lederverarbeitung ein bisschen voranbringen. Das sollte kein Problem sein. Reden wir noch ganz schnell mit Rilak, dem Erlösten. Das passt sogar zeitlich perfekt. Wir haben jetzt 19 Minuten. Da unten ist er auch schon. Die Wachen von Skettis werden langsam unruhig. Shadrat steckt in Schwierigkeiten. Wir werden Terrocs Rache sicher eiskalt zu schmecken bekommen. Stellt schnell eine Verteidigung auf die Beine, sprecht mit Verteidiger Graschner und lasst ihn wissen, dass ihr bereit seid, die Waffen gegen unsere Angreifer zu erheben. Ja, das werden wir jetzt nicht machen. Weil, wenn wir es nicht machen, werden die auch nicht angegriffen. Von dem her passt sich das perfekt. Wir verhindern quasi gerade einen Angriff dadurch, dass wir die Folge beenden, beziehungsweise hier nicht mehr weiterquesten. Das ist doch mal eine Wohltat, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Dann
im Schergrat. Bis dahin, ciao.